Ich meine mal, meinen Schafskin, den habe ich nicht ohne Grund, denn wusstet ihr, da Schafe die ersten Tiere in Minecraft waren und man sie auch mit Unsichtbarkeitstränken noch immer sieht oder auch das ganze 81% der Schafe weiß sind? Mehr Informationen zu den wolligen, friedlichen Wesen in Minecraft, die gibt's jetzt in dieser Folge Geschichte eines Minecraft-Mobs Nummer 3. Seit, naja, fast sagen wir, jeher gehören sie zu Minecraft, die Schafe. Natürlich gibt es sie in den verschiedensten Farbvariationen und das ist eine Eigenschaft, auf die sie echt stolz sein können, denn das schafft sonst kein anderer Mob in Minecraft. Das Regenbogenland scheint aber auch den Jeb-heißenden Schafen zu gefallen. Diese wechseln ihre Farbe nämlich durch das gesamte Farbspektrum. Parallelen zu Chamäleons kann ich aber nach umfassender Untersuchung ausschließen, da könnt ihr beruhigt sein. Nicht so beruhigt wäre ich, wenn ich wüsste, dass Schafe Gras fressen müssen, um ihre Wolle wieder zu generieren, dies aber auch durch einen Teppich tun können. Ich meine mal, durch einen Teppich! Naja, in jedem Fall droppen Schafe ein paar Dinge, diese können durchaus nützlich sein. So gibt es beim Töten eines Schafes einen einzelnen Wolleblock und zusätzlich auch noch Hammelfleisch. Aber seid ihr euch beim Anblick dieses kleinen Lamms überhaupt noch sicher, ein so wehrloses Tier töten zu wollen? Ich glaube eher nicht. Da empfiehlt sich doch eher das Einsetzen einer Schere, denn so bekommen wir 1 bis 3 Wolle und alle Beteiligten sind glücklich. Natürlich mal ausgenommen, es ist Winter und dann hat das Schaf doch allen Grund, sich zu beschweren. Die 1 bis 3 Erfahrungskugeln senden uns die Schafe ebenfalls noch schnell aus dem Jenseits, nachdem wir es getötet haben. Nett, oder? Generell finden Schafe aber das Weizen sehr anziehend und werden, wenn man sie damit füttert, in Paarungsstimmung versetzt. Hierbei gibt es aber strikte Regeln. So wird aus 2 gleichfarbigen Schafen ein Lamm in ihrer Wollfarbe entstehen. Bei unterschiedlichen Farben, die mischbar sind, die Mischfarbe und bei nicht mischbaren eine der Farben des Elternteils, die random gewählt wird. Beeinflussen können wir das allerdings nicht. Generell spawnen Schafe aber nur auf mindestens 2x2x1 großen Feldern mit Grasblöcken auf dem Boden und haben 8 Leben, also 4 Herzen. Schafe sind jedoch tiefgründiger, als man im ersten Moment denken mag, denn sie sind zum Beispiel die einzigen Tiere mit einer separaten Skin- und Rüstungsdatei aufgrund der Möglichkeit, sie zu scheren und man kann den Ertrag an farbiger Wolle vermehren, wenn man die Schafe vorher anstatt die Wolle im Nachhinein einfärbt. Die wolligen Tiere jedoch sind berechenbar und damit meine ich in diesem Fall nicht ihre Laufwege, sondern ihr Vorkommen. Für sie gilt nämlich, dass weiße Schafe eine 81%ige Spawn-Chance haben, schwarze 5%, genau wie graue und hellgraue, braune 3% und pinke ganze 0,164%. Um ehrlich zu sein, einem pinken Schaf bin ich eigentlich noch nie begegnet. Habt ihr schon einmal eines angetroffen? Nun wissen wir schon die verschiedensten Dinge über diese Tierart, doch der kurioseste Fakt, der kommt erst noch. In der sogenannten Survival-Test-Version Minecrafts, einer Art Ur-Update-Version sozusagen, droppten Schafe noch genau wie Schweine Pilze. Bitte was? Schafe droppen Pilze? Allgemein haben sich die Schafe wohl früher etwas einseitig ernährt. Heutzutage hat sich der Drop verändert. Mit einem... verabschiede ich mich leider auch schon von dieser Ausgabe unserer Serie Geschichte eines Minecraft-Mobs. Mehr zum Enderman gibt's übrigens in diesem Video. Und hier begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise und empfinden die Entwicklung von Minecraft in einer kleinen Videoserie nach. Dieses Video war auch Teil des Whitecast Adventskalenders. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung verlinkt und dort auch der Link zu den weiteren Teilnehmern, so zum Beispiel zum morgigen als auch zum gestrigen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und lasst euch nicht von den Schafen fressen.